Gibt es auch ein schönes Zitat in dem Zusammenhang von dir, da bin ich auch drüber gestolpert. Ja, du hast gesagt, bei Auswärtsspielen ist es eigentlich so, die anderen Spieler haben ihre Playstation, ich gucke mir Hengstvideos an. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, das war das erste Mal, dass ich mit dem Begriff Hengstvideos in Kontakt gekommen bin. Was genau darf ich mir darunter vorstellen? Ja. Ich meine, gerade im Hotel. Also ist absolut jugendfrei. Absolut. Es ist aber, ich muss nicht, dass das mir um die Ohren fliegt, also ich spiele durchaus auch Playstation. Aber noch dazu, parallel gucke ich mir zu einer gewissen Jahreszeit, also jetzt dann wieder. Gibt es irgendwo interessante Pferde, da kriegst du so. Die Hengstvideos an, weil ich muss ja praktisch, ich muss ja den. Das wird ein YouTube-Bit. Das wird ein YouTube-Bit. Ich muss ja die bestmögliche Anpaarung für meine Stuten muss ich ja finden. Ich verstehe das richtig, man kann also dort Hengste bei der Arbeit. Nicht bei der Arbeit, sondern bei den Bewegungsabläufen. Ich glaube, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ja, ich versuch's, ich bleib dran. Auf jeden Fall muss ich einen richtigen Hengst aussuchen, der auf meine Stute gut draufpasst. Entschuldigung. Weil, wie man ja weiß, es passt nicht alles auf alles. Ich muss dringend in die Werbung. Du hast doch gesagt, man soll nicht auf die Toilette gehen hier. Sie war auch mit einer, also ihre Freundin war mit einem Mitspieler von mir zusammen und ja, wie das dann so läuft halt. Ne? Genau, heute ist sie mit dir zusammen. Genau. So kann man es, glaube ich, festhalten. Sie war ja nicht mit dem zusammen. Ihre Freundin war mit dem. Du bist seit dem Hengst-Video, da bist du aber auf dem falschen Dampfer, du. Dann darf ich noch sagen, wir haben noch weitere Kartenspiele, die Thomas uns freundlicherweise noch handsignieren wird. Die könnt ihr auf Facebook gewinnen, facebook.com/audistartalk. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch eine Sache offen. Ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn du mir mal so ein Hengst-Video schickst. Du hast mich echt neugierig gemacht. Kannst du als technisch begabter Moderator, kannst da in deinem Smartphone downloaden. Das ist ja heutzutage, jeder besitzt eigentlich, was auch mit den Handykameras ab und zu für uns Fußballer ein Problem sein kann, ne? Ja. Es gibt ja durchaus Tageszeitungen, die machen da so, wie nennt man das? Laserreporter, ja. Fotos. Aber nee, kannst du da im Internet nachschauen und oder du filmst dich einfach selbst.